Guten Morgen. Heute senden wir wieder vom Zürichsee. Es ist ein wunderschöner Morgen. Und es gelustet einem richtig, eben direkt vor dem Wasser Yoga zu üben. Es geht heute um die Hüfte. Und darum, dass wir sie auch vielseitig bewegen und kräftigen. Damit der Energiefluss und Durchlässigkeit und Stabilität gefördert wird. Die Hüften sind unsere grössten Gelenke, die wir haben im Körper. Und sie sind für Kraftübertragung vom Oberkörper zu den Beinen und umgekehrt von den Beinen zum Oberkörper auch zuständig. Du darfst es zum Anfang einrichten in einem Sitz, wo du wohl bist. Entweder auf einem Stuhl, dass du dich gut kannst aufrichten kannst. Oder du nimmst dir eine Decke, ein Küsse unter das Gesäß da am Boden, kommst an in einen Sitz und schließest vielleicht auch deine Augen für einen Moment. Versuchst, die Aufmerksamkeit langsam nach hinten zu führen. Merkst vielleicht deinen Atem, wie er ein- und ausströmt. Und sinkst einen Moment so in einen ruhigen Atem. Jeder Einatemzug schenkt dir Energie. Und mit jedem Ausatmen kannst du die Energie im ganzen Körper verteilen. Versuch dann deine Aufmerksamkeit zu den Hüften rechts und links zu lenken. Vielleicht kannst du als erstes Mal schon deine Hände hierher legen. Probier deine Hüften wahrzunehmen, jetzt gerade. Merkst du sie überhaupt? Fühlen sie sich noch ein bisschen eng vielleicht an? Melden sie Verspannungen oder Schmerzen? Oder fühlen sie sich auch schon weit und frei und gelöst an? Mit dem nächsten Mal ausatmen, öffne deine Augen doch sanft wieder und streck den Bein nach vorne. Wenn du auf einem Stuhl bist gesessen, kannst du jetzt wirklich auch auf dem Boden sitzen. Bein nach vorne strecken. Mit den Händen kannst du ein bisschen stützen, rechts und links, dass du eben auch hier möglichst gut aufrichten kannst, im unteren Rücken. Dann drehen wir die Fußspitzen langsam nach innen und nach außen drehen. Mit den Fußspitzen dreht so unsere ganzen Beine mit und dreht eben auch in den Hüftgelenk hier ein erstes Mal. Ein und aus.
Probier ruhig weiter zu atmen dabei. Und dabei zu deinen Hüften zu spüren, was dort so passiert und sich zeigt. Ob sich die Bewegung angenehm anfühlt für dich. Der Bewegungsradius eher noch etwas klein ist, eingeschränkt oder mit der Zeit auch grösser wird. Du darfst die Bewegung dann auch schneller werden lassen, wenn sie dir gut tut. Ein- und ausdrehen. Und eben ruhig auch mal mit den Händen so an den Hüftgelenken spüren, was sich da bewegt. Welche starken Sehnen du hier kannst spüren. Und immer noch fließend atmen dabei. Dann lass die Bewegung langsam ausklingen. Stütze dich mit den Händen wieder abseitlich oder mit den Fingerspitzen. Und löpfst dann die rechte Beckenseite ein bisschen an vom Boden, so wie du ein Blatt Papier unten dran schieben willst. Setzest dich wieder in die Mitte des Beckens, löpfst die linke Beckenseite ein bisschen an. Und lass auch dort wieder tief. Mach das im Wechsel rechts hoch. Und links hoch. Die Hände, die Fingerspitzen können ein bisschen helfen dabei. Probier das Becken oder die Seite vom Becken gerade nach oben zu ziehen, Richtung Kopf. Dass die Taille ein bisschen schmäler wird auf der einen oder auf der anderen Seite. Atmen nicht vergessen. Denn mit der Zeit probier vielleicht auch einmal ohne Hände und versuche so ein bisschen nach vorne zu laufen. Mit der Bewegung vom Becken. Und dann auch wieder nach hinten. Je nachdem, wie lang das deine Matte ist. Probier auch aufgerichtet zu bleiben im Rücken. Und richtig bei dass zwei Füße wären, die Beckenknochen, und du mit ihnen laufen würdest. Verschiedenes Tempo kannst du wählen, mal schnell, mal langsam. Auch so verschiedenartig werden mit deinem Üben. Das hat der Körper immer einfach gern. Letztes Mal wieder deinen Platz zurück. Innehalten. Einen Moment nachher spüren. Vielleicht merkst du auch, dass deine Hüfte schon so ein bisschen geweckt wurden. Sie sich wärmer anfühlen. Oder etwas anderes bei dir. Beweg dann die rechte Zehenspitze nach vorne, die linke ziehst zu dir her und wechsle auch hier. Hin und her. Nach vorne und nach zurück. Kannst dich auch wieder auf der Seite stützen, wenn du es brauchst mehr. Und dann beobachte auch wieder, was passiert in deinen Hüften im Beckenbereich. Was gibt das für eine Bewegung jetzt? Unterschiedlich schnell üben. Das Bein ist sonst lang lassen. Zu der Hüfte her spüren. Gleichzeitig werden die Fußgelenke natürlich geweckt.
Dann darfst du auch wieder die Übung beenden und ein paar Mal noch die Zehen strecken und sie zusammenballen. Wenn du willst, kannst du das Gleiche mit den Fingern machen. Es tut ihnen auch gut. Auf und zu. So weit auseinander wie du kannst und dann auch mit etwas Kraft zusammenballen. Und gut. Wenn du das Bedürfnis hast, Beine noch etwas zu lockern, es gibt auch eine Lockerung in der Hüfte, mach doch das. Und dann stell die Füße ein bisschen näher zum Gesäß auf, und zwar breit. Stütze dich auch ein bisschen weiter hinten ab. Du könntest sogar auf die Ellbogen kommen. Aber probier es doch zuerst einmal so mit den Händen zum Stützen. Kipp dann beide Knie auf die rechte Seite und richte jetzt die Füße so aus, dass das eine Knie gerade zum Fuß, zur Fußsohle kommt vom anderen Bein. Beide Knie, wenn du kannst, Richtung Boden sinken lassen. Wenn das zu viel ist für die Hüfte, könntest du vielleicht die Füße ein bisschen weiter vorstellen und einfach so weit gehen, wie es geht. Mit beiden Knie auf eine Seite. Und dann wechseln wir die Seite. Nach links, mit den Knien, so wie das Scheibenwischer wäre. Der Körper darf sich auch ein bisschen mitdrehen. Zum Beispiel eine Hüfte darf auch ein bisschen nach vorne schieben. Und wieder wechseln. Hin und her. Ein paar Mal für dich. So deine Hüftgelenke auch wieder aufwärmen. Bewegen. Wenn du das nächste Mal auf einer Seite bist angekommen, setz dich hier auf, stütze mit der hinteren Hand den Boden ab. Und dann lass den Vorderarm so in einem grossen Kreis nach vorne und nach oben gehen, dass du dich strecken kannst durch den Oberkörper auch. Wenn du willst, kannst du das Gesäß so anheben und die Hüfte so Richtung Himmel rauf strecken. Der Arm auf dem gleichen Weg wieder retourkreisen, das Becken sinken lassen, Knie wechseln auf die neue Seite. Auch das stützen mit der Hand. Der Vorderarm macht einen grossen Bogen nach vorne und nach oben. Du kannst hier bleiben. Oder du lüpfst das Becken an, streckst dich so richtig schön vom Knie unten bis zur Hand nach oben. Kommst wieder retour mit dem Arm, setzt dich zurück auf die Matte und wechselst die Seite. Hin und her. So in dieser Variante, die für dich passt. Und lass deinen Atem fließen. Kannst dich auch so richtig schön der Sonne entgegenstrecken, wenn du draus bist an einem schönen Ort. In die Türen ganz Körper strecken. Atmen nicht vergessen. Die Hüfte nach vorne und nach oben schieben. Richtig gross Wellen werden. Ein letztes Mal hin und her. Und dann wieder zurückkommen an deinen Platz, in einen Sitz, wo du gerade wohl bist. Du kannst auch die Beine nach vorne strecken, machen wir doch das gerade alle, so in eine grosse Grätsche. Schütteln sie vielleicht auch wieder ein bisschen aus.
gönnen uns ein Aufatmen, ein Durchatmen. Wahrscheinlich hat die letzte Übung auch schon ein bisschen Platz gegeben im Oberkörper jetzt, durch das Strecken. Und wenn du deine Beine so in einer grossen Grätsche platziert hast, dann fang an, mit dem Oberkörper Kreise zu machen, über dem Becken. Drehe dich nach rechts, nach vorne, nach links und hinten durch. In der Grösse, die sie jetzt gerade gegeben für dich. Wenn es angenehmer ist, könntest du die Beine auch ein bisschen beugen oder ein bisschen weiter zusammennehmen. Die Kreise so machen. So wie es für deinen Rücken auch gut geht. Mal die Richtung wechseln. Vielleicht auch grösser werden mit diesen Kreisen, wenn es möglich ist. Rundrücken lang behalten. Auch da merkst du bestimmt, dass die Hüftmuskulatur hier oben hilft, heben. Fordert dich. Kräftigt dich. Und das letzte Mal. Dann sing wieder zurück in das Zentrum. Du kannst die Beine gerade so lassen oder sie eben auch wieder anwinkeln oder etwas näher zusammennehmen oder ganz anders sitzen, so wie es dir passt. Wenn es geht, dann bleib doch gerade so in einer Grätschstellung, der Position. Führe deine Hände vorne aneinander. Drehe die Fingerspitze zum Herz, nach oben, nach vorne, nach oben, kreisgross. Die Hände aneinander fügen, Fingerspitze zum Herz, nach oben, nach vorne und gross kreisen mit den Armen. Wiederhol die kreisende Armbewegung ein paar Mal für dich. Und der Rücken darf auch mit beugen und strecken. Roll hinten dein Becken, wenn klein Kreis ist, und vordran drüber, wenn gross Kreis ist. Hinten dran, wenn klein Kreis ist, vor oder drüber, wenn gross Kreis ist. Und spüre auch zu deinen Schultern, wie sich das anfühlt. Die Übung kannst du auch auf dem Stuhl sitzend wieder machen, so ganz angepasst, wie es für deinen Körper auch geht. Atem fließen lassen. Und ein letztes Mal kreisen. Und dann auch wieder bleiben, die Schulter entspannen. Moment nachspüren zu innen. Zu deinem Rücken. Oder zu den Hüftgelenken. Veränderungen wahrnehmen. Auch die Kleinen versuchen rauszuspüren. Und zu merken. So, dass du immer mitbekommst, was eigentlich mit dir passiert. Nehmen die Beine, Füße zu uns hin. Fußsohlen aneinander legen. Das kannst du entweder nach beim Gesäß machen, wenn es geht. Oder du lässt sie auch ein bisschen weiter vorne, so wie, was für dich wieder möglich ist zum Sitzen. Und zum möglichst aufrecht sitzen, nicht hinten runter zu rollen. Man kann sich mit den Händen, den Füßen ein bisschen heben und mit den Armen
helfen aufzurichten. Das ist die Schmetterlingshaltung. Fang dann an, flattern mit deinen Knien. Und probier das mit viel Leichtigkeit, sie auf und ab zu flattern. Der Atem soll auch fliessen dabei. Loslassen in den Hüftgelenk. Es muss gar nicht gross sein. Das kann ein kleines Flattern sein, das du bestimmt auch wieder merkst in deinen Hüftgelenk. Und wo hilft, die Aussenrotation, das nach außen drehen, in deinen Hüften zu fördern. Bleib dann noch einen Moment und probier so einfach die Knie Richtung Boden weiter runter zu öffnen. Aufgerichtet zu bleiben, zu atmen, Knie schieben, nach außen und nach oben, so wie es für dich auch geht. Tief ein- und ausatmen. Und dann die Übung auflösen. Du darfst dich auf die Seite drehen, um dann auf deiner Matte langsam abzulegen, auf den Rücken. In der Rückenlage streck dein ein Bein um das andere aus und führe auch deine Arme nach hinten neben den Kopf. Mach dich ganz lang mit dem Einatmen. Zieh den Bauchnabel ein bisschen Richtung Boden. Ausatmend zieh das rechte Bein zu dir her, greif es mit den Händen und zieh es zum Bauch zu. Einatmend streck dich wieder aus, ganz lang. Bauchnabel Richtung Boden ziehen. Aus, linke Knie zu dir hernehmen und zum Bauch herziehen. Einatmend wieder lang ausstrecken. Die Arme dort, wie es für deine Schulter geht. Aus, herziehen. Mach die Übung weiter in deinem Atemtempo. Und bleib so ganz spürend mit deinen Hüften verbunden. Find heraus, wie viel Nähe zum Körper das Bein mag verleiden. Was tut der Leiste noch gut? Wenn du willst, kannst du gleichzeitig bei dem letzten Mal auch den Kopf noch lüpfen und Stirn richtig neu führen. Aber die Aufmerksamkeit bleibt beim Hüftgelenk, wo du immer wieder auch gut streckst dazwischen und dann beugst. Und wieder ausstreckst. Ein letztes Mal auf die Seite, die bei dir gerade drehen kommt. Und dann lass die Beine ausgleiten, die Arme neben dem Körper behalten. Gönn den Beinen Entspannung und deine Hüftgelenk ebenfalls. Merk, wie sie gerne wieder loslassen jetzt.
Du kannst das rechte Bein gerade am Boden lassen, das linke nach oben ausstrecken. Wenn das für deinen Rücken nicht gegeben geht oder das Bein nicht genug kannst nachnehmen zu dir, dann stell doch das rechte Bein auf. Mach die Übung so. Fußspitzen nach innen drehen und das Bein nach innen führen. Vielleicht sogar eben über die Mitte drüber aus, dass du den Körper kreuzst. Fußspitzen nach außen drehen und das Bein langsam nach außen schieben und öffnen, so weit wie es geht, in der Hüfte. Fußspitzen wieder nach innen drehen, das Bein nach innen schieben. Über die Mitte, wenn möglich. Fußspitzen nach außen drehen und das Bein öffnen auf die Seite. Die Arme könnten auch seitlich im Körper sein, also nach rechts und nach links ausbreitet. Wiederhol das ein paar Mal, so in deiner Variante, wie es für dich auch gut geht. Spür zu der Hüfte. Merk Grenzen, wo du vielleicht kleine dich musst bewegen oder die Übung auch einen Moment unterbrechen. Und wichtig ist, dass die Fußspitzen sich immer zuerst und langsam drehen in die neue Richtung. Das linke Bein dann innehalten, es auch wieder ausgleiten lassen, strecken. Und das rechte Knie zu dir anziehen, das Bein nach oben strecken. Und wie du möchtest, das linke Knie auch beugen, den Fuß unter dem Gesäß aufstellen oder das Bein gestreckt behalten. Fußspitzen nach innen drehen, mit dem Bein auch nach innen wandern, über die Mitte, wenn möglich. Fußspitzen nach außen drehen und das ganze Bein nach außen öffnen, aus der Hüfte. Fußspitzen wieder langsam nach innen drehen und das Bein zurückführen über die Mitte aus. Nach außen drehen und das Bein öffnen. Gut heben, auch mit Kraft aus dem Bauch, das braucht es auch. Und aus deinen Hüftmuskulaturen auch. Der Atem führt dich, dreht dich da auch wieder durch. Tief ein- und ausatmen. Ein letztes Mal auf diese Seite und behalte auch dein Gesicht immer ganz entspannt und locker. Und lass dir auch das Bein wieder entspannen. Lass das Bein auch ein bisschen schütteln. Und sie dann auch noch nach außen fallen lassen, deine Füße und eben die Beine aus den Hüftgelenken und so einen Moment bleiben. Ein Fuß nach dem anderen unter dem Gesäß aufstellen. Schau, dass die Füße parallel stehen, dass sie dir gut Halt geben. Wenn du jetzt Wirbel für Wirbel einmal aufrollst in die Schulterbrücke oder so hoch, einfach wie es für dich geht, das Gesäß vom Boden lüpfst, die ganze Wirbelsäule. Und schau, dass sich der Nacken wohlfühlt. Wenn du willst, kannst du die Arme auch nach hinten nehmen, für so den Oberkörper noch ein bisschen mehr halt öffnen zu können, das Brustbein Richtung Himmel, Sonne aufzustossen. Und hier geht es aber vor allem auch darum, dass du die Leiste öffnest, nochmal gut, das Knie wegschiebst von dir in den Raum. Weg. Oder so, für ein paar Teufel anzuzügeln. Oder auch so lange wie deine Beine getragen.
Verstärken wir auch Gesäßmuskulatur, Armmuskulatur, so rund um die Hüfte. Ganz wichtig, dass die Hüfte eben dann auch stabil oder die Stabilität gewährleisten. Langsam wieder abrollen, Wirbel für Wirbel, die Arme mitführen. Und wenn du noch irgendeine Ausgleichsbewegung brauchst, jetzt gerade so auf dem Rücken liegend, dann mach die für dich noch. Vielleicht wird der Kopf noch einmal schwer hin und her rollen. Oder der Rücken braucht es, dass du nochmal ein Päckchen machst, Knie zu dir nimmst. Oder ganz etwas anderes, was dein Körper noch gern hat jetzt. Wir finden dann einen Weg vom Liegen zum Stehen. Zum Beispiel drei Knie auf eine Seite, stütze dich mit der Hand. Komm zum Sitzen hoch. Und dann ein Bein nach vorne stellen. Die Stützen auf das Bein. Und aufstehen zum Stehen. Im Stehen nehmen wir eine grosse Grätsche ein. Und drehe dann auf der rechten Ferse Fußspitze nach vorne und drehe deine linke Ferse nach hinten. Das rechte Bein beugen, die Arme ausbreiten. Komm so in eine Stellung vom Krieger 2. Schulter sind weg von den Ohren und breit. Blick über die vorderen Fingerspitzen. Bauch ein bisschen zu dir herziehen. Drehe dann die Handfläche nach oben, führe die Arme hoch über den Scheitel, streck dein vordere Bein, kreis gross mit den Armen hier in der Mitte, breite sie wieder aus und beuge das vordere Bein an. Handfläche nach oben drehen, die Arme anheben, hoch. Blick kommt auch mit in die Mitte, kreis vor dem Körper, breite die Arme wieder aus und beuge das vordere Bein. Und probiert die Bewegungen von Armen, Beinen und Kopf möglichst zu koordinieren und alles fließend zu werden. Handfläche nach oben drehen. So kommen die Arme auch in eine Aussenspirale und am Schluss sind sie wieder nach oben gedreht. Ein letztes Mal. Komm hoch, atme dabei, kreis gross. Und beug wieder. Das nächste Mal, wenn du hochkommst hier in die Mitte, schieb dein Gesäß ein bisschen nach hinten, drehe auf der rechten Ferse den Fuß ein, auf der linken Ferse aus und wechsle die Seite, breite Arme aus. Handfläche nach oben drehen, komm hoch mit den Armen, drehe dich in die Mitte, streck das vordere Bein und fließ wieder in Krieger 2 hier. Hände nach oben drehen, hoch kreisen. Ganz koordiniert bewegen. Schultern sind weg von den Ohren. Darauf schauen, dass die vordere Knie nie nach innen kippt, immer schön über dem Fußgelenk bleibt. Und ein letztes Mal. Hoch. Und die ausstrecken. Und von hier lassen wir den Vorderarm in einem weiten Bogen nach oben streben. Er kreist dann auch vor dem Kopf, schiebt das Gesäß wieder ein bisschen nach hinten, drehe auf der linken Ferse ein, auf der rechten Ferse aus, beug hier das Bein und nimm diesen Arm so in einem grossen Bogen nach vorne hoch. Kreis vor dem Körper, das Gesäß ein bisschen nach hinten schieben, auf der Ferse ein- und ausdrehen. Und wieder in die andere Richtung. Gross und weit hier. Dehne geniessen. Hin und her. Kreisend bewegen.
Blick kann mitgehen. Drei auf deinen Fersen. Ein letztes Mal. Wieder in die neue Richtung. Das ist der friedvolle Krieger hier, wo du ganz schön ausdehnen darfst. Den Arm dann vor dem Kopf durchkreisen, Ellbogen aufs Knie legen und jetzt den anderen Arm nach vorne strecken. Die öffnen vom Bauchnabel, Herz, Schulter Richtung Himmel. Den Arm weiterkreisen und dann kommt der Vorderarm wieder zum friedvollen Krieger, der sich nach hinten streckt. Der Arm kreist vor dem Körper vorbei. Der zweite Arm streckt sich nach vorne, nach vorne und nach oben. Öffne, drei mit und lass es weiterkreisen ein paar Mal. Oberkörper dreht ein und auf. Ein letztes Mal. Schieben wir das Gesäß auch wieder nach hinten. Kreisen mit dem Arm, drehen auf den Fersen und wechseln die Seite. In Friedvoll kriegen zuerst. Kreis vor dem Kopf, nimm den anderen Arm, stütz auf dem Knie und mach die ganz lang. Aufkreisen, aufs Herz und dann fließ weiter zum friedvollen Krieg. Gut auf den Füßen stehen, stützen auf dem Knie, das Becken auch ein bisschen tiefer lassen und so auch wieder einen ruhigen Fluss finden für dich. Eine kreisende, spiralige Bewegungsform hier. Auch dein Blick immer mit. Ein letztes Mal. Öffne zum friedvollen Kriegen. Kreis vor dem Kopf. Strecke wieder das eine Bein. Drei auf den Fersen, noch einmal in die neue Richtung. Und lass dann hier den Arm sinken. Bauchnabel ein bisschen zu dir lenken. Öffne Herz und Schulter Richtung Himmel rauf. Öffne auch den Oberarm, eventuell ganz nach oben. Oder du kannst die Hand oben im Gesäß lassen und einfach die Schulter gut öffnen. Mit der unteren Hand gegen das Bein schieben, dass du ganz lang bleibst, auch im Rücken. Wenn du den Arm oben gestreckt hast, dann kreis mit ihm nach hinten, nach oben. Vielleicht beugst du auch vorne das Knie ein bisschen an und drehst dich wieder auf, streckst dich. Öffne das Herz. Kreis ist hinten nach oben, eventuell vorne ein bisschen beugen. Und dann wieder strecken. Noch ein letztes Mal. So kannst du dich richtig schön der Sonne entgegenstrecken auch. Und mit dem unteren Arm oder mit der Hand kannst du tiefer kommen. Oder du kannst hoch bleiben, vielleicht auch ein bisschen das Bein beugen und die Übung so machen. Zeig es noch einmal, kreisen und aufrichten. Wir wechseln die Seite. Schieben noch das Gesäß wieder ein bisschen zurück, drehen die Füße. Strecken die Arme aus und kippen dann mit dem vorderen Arm nach oben. Öffne die zur Sonne hin, stand gut auf den Füßen. Vielleicht lässt du die Hand auch einfach beim Gesäß oder bist auch weiter oben mit der anderen Hand. Dann lass den Oberarm hinten runterkreisen, beug vielleicht das vordere Bein ein bisschen an. Öffne wieder und streck dich überall. Durch alle Arme, durch alle Beine. Und durch den Rücken auch. Kreis hinten runter, vorne durch und dreht das Herz zum Himmel, zur Sonne. Und zweimal, der Blick geht mit, der Kopf bewegt sich auch. Wieder auftun. Und ein letztes Mal.
die Ausdehnung auch geniessen hier. Und vielleicht willst du auch noch ein bisschen weiter nach oben kommen. Schieb gegen das Bein, drehe das Herz auf. Bleib hier. Oder du bist weiter oben. Drehst hier das Herz auf und hast vielleicht auch die Hand im Gesäß. Der Kopf darf voll in Bewegung sein. Und dann kommen wir mit ein bisschen Schwung auch wieder zurück zum Stehen. Und laufen dann langsam mit den Füßen zueinander. Bleib einen Moment noch so im Stehen. Beobachte wieder zu deinem Körper hin. Wie hast du geübt? Wie reagiert er nämlich jetzt? Was meldet er dir? Wenn es irgendetwas braucht als Ausgleich, dann mach das. Zum Beispiel Beckenkreisen. Oder den Kopf bewegen. Was dein Körper braucht, lass ihn machen. Wir machen eine letzte Übung im Stehen, bevor wir dann noch entspannen, auch wieder auf der Matte. Stang auf deinen rechten Fuß, erde gut, unten dran, richte aber auch auf. Das linke Knie anheben. Eventuell hast du einen Stuhl, den du hebst, nebendran. Oder du schiebst dann so, ohne zu heben, das Knie auf die Seite. Öffnest den rechten Arm, die Handfläche nach oben drehen. Du kannst das Knie weiter unten haben oder weiter oben, wie es für dich passt. Wachs himmelwärts. Mit dem nächsten Ausatmen wechselt. Das Knie dreht nach innen, der Arm wechselt. Einatmen, wieder die Seite wechseln. Öffnen im Hüftgelenk. Ausatmen. Das Knie nach innen drehen, das Bein, den Arm wechseln. Einatmen, öffnen. Ausatmen, schließen. Ein letztes Mal. Und wieder abstehen auf beide Füße. Lass aufatmen, wenn es will. Wir wechseln die Seite. Stell auf den linken Fuß. Such dir immer einen Platz, wo du gut stehen kannst. Richte auch wieder auf. Bauchnabel zu dir herlenken. Es braucht durchaus Bauchkraft. Das Knie anheben. Vielleicht hebst du dir einen Stuhl auf der Seite. Das Knie nach außen drehen. Der Gegenarm, wenn du kannst, ausstrecken. Handfläche nach oben. Das Knie, das Bein nach innen drehen. Der andere Arm ausstrecken auf die Seite. Wieder wechseln. Das Knie, das Bein ist so hoch, wie es für dich geht. Maximal auf Hüfthöhe. Und dreht so aus und ein. Gesicht entspannt behalten. Der Kiefer ebenfalls. Ein letztes Mal. Und wieder abstehen. Am Boden. Gehen wir auch hier noch einmal ein paar ruhige Atemzüge. Und dann finde einen Weg für dich nach oben auf die Matte wieder. Und richte sie für die Schlussentspannung. Das
zu machen, an einem ganz schönen Ort. Und vor allem an einem ruhigen Ort. Das muss nicht in Rückenlage sein. Du könntest auch auf einer Seite liegen oder auf dem Bauch oder sogar im Stehen oder im Sitzen einfach noch einen Moment bleiben. Möglichst deinen ganzen Körper entspannen. Vor allem deine Hüftgelenke dürfen wirklich loslassen jetzt. Die Beine dürfen daraus raus nach außen fallen. Auch die Füße dürfen nach außen zeigen. Einfach gerade so, wie es die Hüfte am wohlsten ist jetzt. Spüre einen Moment noch zu ihnen her. Nimm wahr, wie sie sich jetzt bestimmt anders anfühlen als am Anfang der Stunde. Vielleicht gelöster, freier, mehr offen oder weiter. Vielleicht fühlst du dich auch kräftig rund um deine Hüfte. Oder im ganzen Beckenbereich, Bein. Vielleicht fühlst du dich warm. Oder die Energie in irgendeiner Form im Bereich deiner Hüfte. Sink dann auch da wieder einen Moment zu deinem ruhigen Atem hin. Nimm ihn wahr, wie er stiller und stiller wird. Begleite ihn ein paar Atemzüge. Beobachte ihn und bist einfach mit ihm noch für einen Moment.
Und wenn du deine Entspannung dann beenden möchtest, dann vertief der Atem zuerst wieder. Fang dich dann langsam an zu bewegen. Und beende die Übungspraxis auf die Art und Weise, wie du es kannst brauchen und wie es du gerne machst. Auch da, lass noch einmal auf dich selber. So, dass du einen stimmungsvollen Abschluss findest. Namaste. Bis zum nächsten Mal.